Lass uns das Vincent Lee-Video angucken und dann morgen in das Hagen-Video und so reingehen. Na, was habt ihr? Das ist übrigens Vincent Lee. Der, warte, ich kenne ihn vielleicht nicht. So, das ist Vincent Lee. Der produziert diese krassen Songs. Von Amazon, ich meinen Weihnachtsmann bekommen. Hi, ich bin Vincent Lee, Musikproduzent, Sounddesigner von dem neuesten Julian Bam Video Santa the Boss. Richtig insane. Ein Sturm zieht auf. Und ich zeige euch in diesem Video, wie der Wichtel-Song bzw. auch der Santa-Song mit Mark Forster produziert worden ist. Doch bevor es losgeht, einen riesen Dank an den heutigen Sponsor des Videos, Soundtrap von Spotify. Wie, ihr wisst nicht, was Soundtrap ist? Nee, ich weiß wirklich nicht, was Soundtrap ist. Soundtrap ist ein kostenloses Musikprogramm für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das Beste daran ist, ihr könnt Soundtrap im Webbrowser nutzen oder ihr ladet euch einfach die Soundtrap Studio App runter. In meinem Fall gehe ich einfach auf soundtrap.com, anmelden, einloggen und loslegen. Alright, ich befinde mich jetzt in Soundtrap und starte ein neues Projekt. Erstmal neue Spuren zu fügen. Ich bin ja lieber jemand, der Melodien schreibt, also gehen wir auf Synthes. Loopen das. What? Warte mal. Ist das ein Warte mal, das macht er im Browser? Das ist ja wild. Oh, das ist nice. Jetzt fehlt das Wichtigste, die 808. Ja, perfekt. Oh. Und so schnell hat man ein Beat auf Soundtrap gebaut. Ihr könnt natürlich auch upgraden und ein Abo abschließen und ihr kriegt natürlich mehr Features freigeschaltet, wie zum Beispiel über 150.000 Samples. Ich wusste nicht, dass es ein Browser DAW gibt mit Sample-Abos. What the fuck? Über 18.000 Loops und natürlich das Original Autotune von Antares. Und noch vieles mehr, aber das Coolste ist einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten an einem Projekt. Motherfucker. I didn't know. Definitiv ist meiner Meinung nach Soundtrap eine sehr gute Lösung, wenn es gerade darum geht, Geld einzusparen. Wenn ich bedenke, wie viel Kohle ich schon unnötig für Plugins und Programme ausgegeben habe. Uiuiui. Also checkt gerne Soundtrap in der Videobeschreibung ab, würde mich freuen. Und falls ihr mal ein längeres Video zu Soundtrap sehen wollt, dann klickt einfach hier, denn da habe ich tatsächlich einen kleinen Song produziert. Kommen wir zum Wichtel-Song. Also jetzt bin ich ja hooked. I didn't know. Krass. Das heißt, theoretisch kann Vincent Lee einen Beat produzieren, kann mir den Link über Soundtrap geben und ich kann direkt in dieses dreckige Mikrofon reinspucken und das kommt in der DAW Browser Extension. Das ist ja mega gut. For real, ich habe noch nie so ein Musikstück geschrieben. Aber als ein Millennial bin ich mit den Zeichentrickserien der 80er und 90er Jahren aufgewachsen. Serien wie Ghostbusters, Mega Man, Batman, Tiny Toons, Animaniacs, Pinky und der Brain und noch viele weitere. Und gerade wer die Looney Tunes Serien kennt, also Animaniacs, Pinky und der Brain, der merkt sofort die Einflüsse, die in den Wichtel-Song reingegangen sind. Zunächst Spitten, Stay, Spitten. Nee, Amtssprache ist Deutsch. Habe ich das Harmoniegerüst mit der Celeste eingespielt. Das ist auch Sounddings, ne? Habe es dann Ju und Curly geschickt, damit sie eine Melodie bzw. auch einen Text dazu schreiben können. Habe dann anschließend tausende Vocalspuren von den Jungs bekommen, die ich dann erstmal sortieren musste, damit die irgendwie gemixt werden können. Wichtel die Wut, Wichtel die Wapp. Unser Leben ist kurz, aber dafür echt hart. Kommen wir nun zum Arrangement. Ich habe mit den Streichern und den Blechbläsern angefangen, um die Celeste harmonisch nochmal zu unterstützen. Und so ein, ich nenne es mal, cartoonisches Stück lebt natürlich von Countermelodien. Fang jetzt nicht an zu fragen, ich erkläre es hier. Okay, okay. Also ich versuche es mal super leicht zu erklären. Also es gibt Melodie A, die die Hauptmelodie, also in dem Fall den Gesang, spielt. Nun gibt es keinen, aber ist voll okay. Das ist, was Wichtel unter Leben versteht. Und könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen. Bei Seven Verses voll kein Plastikmüll. Und dann gibt es eine Melodie B, die quasi eine eigene Melodie um Melodie A spielt. Ableton habe ich nie benutzt tatsächlich, ich kann das nicht erkennen. Aber wenn das Ableton ist, dann ist das Ableton natürlich.
Danke für die Korrektur. Nun gibt es kein Aber, ist voll okay. Das ist, was Wichtel unter Leben versteht. Und könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Bei Seven vs. voll kein Plastikmüll. Dieses Counter-Melody-Massaker eskaliert natürlich noch mehr, indem wir Holzbläserläufe reinpumpen, bis einfach der Arzt kommt. Das ist, was Wichtel unter Leben versteht. Und könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Bei Seven vs. voll kein Plastikmüll. Aber wir können noch weiter eskalieren, indem wir Xylophon und Glockenspiel mit integrieren. Das ist, was Wichtel unter Leben verstehen. Und könnte ich meinen einzigen Wunsch erfüllen? Bei Seven vs. voll kein Plastikmüll. Fehlt nur noch die perkussive Sektion plus Chor, um das Ganze abzurunden. Schwarze Briefe kommen rein in den Trichter. Verschwindet für immer hasta la vista. Weiße Briefe machen wir auf und schicken Geschenke zu euch nach Hause. Kommen wir zum Santo-Song. Ui, ui, ui. Ich kann einfach diesen Kehlkopfgesang nicht. Oh, meine Augen. Neben dem Fakt, dass Drew Curley und ich mit Mark Forster zusammen eine Writing-slash-Recording-Session hatte. Was? Ich komme immer noch nicht auf mein Leben klar. Das ist wirklich vollkommen verrückt. Habt ihr bestimmt nicht gewusst, dass es 15 Beats gebraucht hat, bis wir zu dem Ergebnis gekommen sind, was ihr schon aus dem Video kennt. Und nun, nur für euch hier. Ey, das ist wirklich verrückt. Auf diesem Channel exklusiv ein paar unveröffentlichte Hörbeispiele. Ah, die Clap. Nee. Nee, ist mir zu kleppig. Nee. Oh yeah! Nee. Der würde auch gut gehen. Patsche. Haben uns dann natürlich anschließend auf irgendwas mit Cruisen-Vibe entschieden. Also angefangen mit einer Plugin, die den Song natürlich ein bisschen nach vorne treibt. Also drei haben mir sehr gut gefallen. Der Rest war so ein bisschen, aber das liegt wahrscheinlich, weil sie nicht ausproduziert waren. Oh, das ist so ein geiler Synth. Klingt ein bisschen soft, ne? Hier nochmal mit einem perkussiven Plug-Synth geleert. Twinkelige Sounds, die hohen Frequenzen im Refrain natürlich auffüllen sollen. Noch eine hohe Synthi-Counter-Melodie für Bassler Würze. Und typisch für die neuen Soundtracks sind immer diese Brass-Steps, die dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Der Bass besteht aus drei Layern. Einmal einen Donk-Bass. Kurz vor Refrain geleert mit einem Slap-Bass. Ja, ich habe einen Slap-Bass benutzt, Entschuldigung. Und um den Refrain richtig fett zu machen, eine 808. Oh, Digga. Das wird gleich richtig saftig jetzt. Ihr Candies? Drums sind natürlich klar, 4 to the floor. Und während wir die Session mit Mark hatten, ist uns aufgefallen, dass wir noch einen C-Teil brauchen für den Song, wo eine Serious Message rübergebracht wird. Und die Gesangsmelodie mit Text kam von Mark so innerhalb von Gefühl. Digga, was, Vincent, was hast du, sind deine Haare auch getönt? Bruder, ein Bruder im Geiste. Und die Gesangsmelodie mit Text kam von Mark so innerhalb von gefühlten 5 Minuten. Und als wir die Vocals von Mark recorded hatten, habe ich angefangen, dann ein Streichquartett zu arrangieren plus noch so einen kleinen Chor, um das Ganze ein bisschen serious und weihnachtlicher zu gestalten. Ja, das war's erstmal mit dem Breakdown. Es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen bei Ju zu der Recording-Session mit Mark. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne mit einem Like zeigen und einem Kommentar. Würde mich sehr freuen. Nochmal danke an Soundtrap von Spotify, dass sie dieses Video gesponsert haben. Link in der Videobeschreibung, checkt es ab. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein Soundtrap-Video mache, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wir sehen uns im neuen Jahr. Haut rein, bleibt gesund. Wir sehen uns.
Es ist halt einfach eine Bombe, ja. Das ist wirklich eine Bombe. Alter Schwede. Boah, jetzt habe ich aber auch Bock, ne? Digga, ich werde, Alter. Ey, wenn Vincent Lee ohne Joke, Vincent, wenn du das hier hörst, wenn du ohne Joke einen Beat produzierst und ich sagen und ich nur ein bisschen sagen kann, was das werden soll, dann werde ich das unangenehmste Zerstörungsvideo, dann und ich werde den dreckig, ich werde die Gott, den gottlosesten Song aufnehmen. Ich, oh Gott. Ich werde einen Song aufnehmen, wenn er fertig ist. Das wird so gottlos auf Mutter gehen, dass die Produzenten sich ein Alibi benutzen müssen. Ansonsten wird das unangenehm einfach. Da muss dann, Vincent Lee heißt dann Vincent V. Vincent V, der produziert, damit nichts mit Vincent Lee in Verbindung gebracht wird. So ein Ding wird das. Oh. Oh. Das wird wirklich, oh Gott, dann werde ich wirklich meinen gesamten Zorn nochmal kanalisieren. Wirklich in einem ehrenlosen vokalen Massaker. Oh. Oh. Jetzt stehst du ziemlich unter Druck. Ich stehe. Ha ha ha.